Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brotkasten LP mit Happy Nico und mir. Geh weg. Ja. So, jetzt können wir wieder loslegen hier mit Fat Action und The Division und so. Ich würde sagen, wir machen direkt Action und so Action gemacht, ne, ist vorbei, ciao. Es war sehr ausgiebig heute die Aufnahme, ich finde das sehr gut. Was sagst du dazu? Ich möchte anmerken, dass ich diese Person nicht kenne. Und was sagst du dazu mit deinen 60 FPS? Nico, erzähl uns doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Ja, hier alles flüssig und so. Aber ich muss Gott, ich habe keine 60. Ich muss euch das jetzt mal sagen. Nico hat sich richtig neue Hardware geholt, ja. Eine 9800 GT und ein Intel Sempron? Celeron? Zotac. Was, Intel? Intel Celeron hat er sich geholt. Richtig, richtig geile. Also das ist richtig gut. Ja, du hast keine Ahnung von Hardware, lass mich mal erzählen. Ja, ich merk's. Also, wohin gehen wir eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung. Die 9800 GT ist ziemlich scheiße, weil die ziemlich alt ist. Wir erhalten Berichte über eine halt mal die Backen jetzt. Nein, Ruhe. Boah, ey, scheiße. Nein, Ruhe. Auf die Waffenteile wechseln, okay. Sag mal, zählen die Sachen, die ich mit anderen Charakteren mache, auch für den hier? Nein. Warum wird mir so viel von den Scheiß über Dingsbums hier angezeigt? Was denn? Ich hab. Doch, das muss zählen. Was denn? Hab ich den richtigen Charakter? Was denn? Ich sehe auf der Karte, also auf einem. Nicht auf der ganzen, aber. Moment, was ist das für ein Stadtteil? Auf. Keine Ahnung, wie er heißt. Geht um rechts. Moment. Chelsea. Was ist denn Chelsea? Das da, ist, ja, was da. Ist da. Genau, da ist es. Ich sehe da die ganzen Echos und Überlebensratgeber und so. Du hast dann wahrscheinlich den. Ja, das mit der Hundestaffel. Ja. Aber habe ich das mit dem Charakter gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube ja. Du meinst auf jeden Fall mal irgendwas davon. Gut, dann habe ich das gemacht, alles klar. Oder welches ist denn das? Hundestaffel. Da Info-Entdeckung, ne? Ja. Ich würde eigentlich gerne die Nebenmission hier zu Ende machen. Ja, wollen wir nicht da die eine Hauptmission machen, die da auf dem Weg ist? Ja, aber ich würde auch gerne die Nebenmission machen, weil wir haben ja noch ein paar. Und den einen Kampf, damit die Bezirke halt wechseln, weißt du, und dann auch mal... Wollen wir denn hier erst Pennsylvania Plaza machen? Was? Erst Pennsylvania Plaza hier, der Bereich um die Operationsbasis, weil da unten haben wir auch noch einen Nebeneinsatz und noch einen Kampf. Ja, hier unter uns. Hudson Flüchtlingslager, meinst du? Nee, Nachschublieferung. Achso, ja, können wir machen. Und dann da rechts neben den Kampf. Und dann können wir ja immer noch irgendwie mal. Aber ich bin ehrlich, und dann können wir ja das da unten bei dem Camp Hudson machen. Ja. Da habe ich auch noch zwei. Ich glaube, aber das eine ist nur abgeben. Ja. Und dann würde ich nämlich gerne so eine Hauptmission noch machen. Und dann ja, können wir das ja am Hudson Flüchtlingslager machen. Ja, können wir. Ich sag doch nur so. Ja, meine ich ja. Meine Pläne. Und dann vielleicht in ein anderes Gebiet mal vordringen. In ein anderes Gebiet. Nein, ach, du läufst anders lang oder bleibst jetzt da stehen? Ich bleib gerade stehen, weil ich auf der Karte bin. Ach so. Ah, clever. Clever. Nicht zu laufen, während man auf die Karte guckt, ja, sollte man sich merken. Das lernt ihr nur bei Brotkasten-LP. So, ja, eine andere Safe Zone. Safe House Point Zone. Ach so, ja, wir können ja dann die über dem Hudson Flüchtlingslager nehmen. Ja. Wenn wir dann da eh sind. Ja, können wir auch machen. Ist mir egal. Hauptsache irgendeins. Ich glaube, den hattest du doch auch gerade anvisiert. Ich hab. Was? Nein, ich habe den Nebensatz anvisiert. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Nee. Gemeinsam schaffen Schnauze. Wir das. Aber ich hab das schon gehört. Ich muss das nicht nochmal hören, Madame. Boah, ich will nur noch Stress machen. Und wie viel läuft's so ungefähr? Frames? Ist gerade mit 55. Okay. Oder liegt ein Telefon. Telefon. Aber Telefon, wo? Telefon, ich habe keine Ahnung. Bei dir? Wie viel läuft's denn bei dir? Ja. Knackige 59. Na gut, jetzt hier habe ich auch knackige 59. Ich muss mal die FPS hier ausmachen, ey. Von Uplay. Warum? Weil Shadowplay nimmt die nämlich mit auf. Und das sieht doof aus. Ah, ja. La, 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 da gibt es sogar Loot für mich. Yeah, yeah, yeah.
Bist du hier rüber gesprungen? Alles klar. Ich auch. Well. Hi, hier ist Ali auf 89.8, dem Sender mit der besten Musik. Spreche ich mit Naomi? Ja. Wie alt bist du, Naomi? Ich bin 9. Also, Naomi, du bist ein kleiner Glückspilz. Denn wenn du diese eine Frage beantworten kannst, hast du die Möglichkeit, Karten für den Nussknacker im Lincoln Center zu gewinnen. Wow. Also hör gut zu. Weißt du, wer dieses Lied komponiert hat? Das war Piotr Ilyich Tschaikowski. Das weiß ich von meiner Oma. Du hast eine sehr kluge Oma. Und du bist ein gescheites Mädchen, weil du jetzt in der Endrunde bist, um die Karten zu gewinnen. Hör weiter zu, dann erfährst du bald das Ergebnis. Okay, bis dann. Der Nussknacker. Okay. Der hat sich ein bisschen Pedro angehört. Na klar, dass du darauf verstehst. Boah, der Nebel sieht gut aus. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts durch diesen schönen Nebel. Der sieht der Flow genauso aus irgendwie, ich weiß nicht. Echt? Ah, ich bin da wahrscheinlich zu blind für, keine Ahnung. Was weiß ich, ne? Was weiß ich. Ah, ich hab die falsche Waffe, aber ist egal. Happe, happe. Achso, das Licht von dem. Okay. Okay, Ziel erfüllt. Wo ist das nächste? Wo müssen wir als nächstes hin? Los! Zeig es mir! Wir müssen bestimmt hier hin. Warnung! Der da. Eintreffende Gegner! Oder auch da hinten. Das Geschütz ist kaputt gegangen. I don't see the enemies. Party time! Henna time! Ja. Aber wir können ja Ball spielen, guck mal. Keine Zeit zum Ball spielen, was? Zum Ball spielen ist immer Zeit. Warnung, eintreffende Gegner. Oh, überraschend, dass wir hier hin müssen. So, Geschütz regelt. Hoffe ich. Ich wünschte, wir würden langsam mal ein paar Fähigkeiten motzen zu kriegen. Ach Quatsch, wer braucht schon Fähigkeiten motzen, wenn man The Division hat? Ja? Das gibt keinen Sinn. Doch. Nein. Du verstehst es noch nicht. Warnung, eintreffende Gegner. Ich loote jetzt kurz, ne? Ja, ja. Oh, hi. Hi, aua. Baseballmänner, Baseballmänner. Oh, hallo. Hey. Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Hier ist gar kein Gras. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Sind die dummen. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Ja, thank you, thank you, thank you. Was aber nett. I believe in me too. Du hast den Kampf da, oder was? Ja, dachte ich. The Kampfmission. Alles klar. Kampfmission, ja. Ich komme hinterher, sobald ich den Loot hier geholt habe noch. Ja, ja, ich gehe schon mal vor. Ah ja, du bist ja eh so ein Rusher. Ja, wie immer. Ich wusste, dass das kommt. Er ist sogar noch schneller, ey. Puh. Unglaublich. Aber ich hole dich ein. Mit den Rollen des Todes. Ich bin schon ganz dicht hinter dir. Wirklich, dann drücke ich jetzt ab. Kann ich hier eigentlich. Boah, kein Moment. Ja, so geht das dann nicht. Kann ich hier abkürzen? Nein. Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen, aber ist egal. Es wurde ja geschrieben. Ja, hier sind Gegner, ne? Die entdecken mich jetzt gerade. Ja. Wer? Mich? Mich. Ja. Dann tu was dagegen. Töte sie. Was wurde geschrieben? Es wurde geschrieben, wir sollen nicht so durchrushen. Tun wir doch gar nicht. Ja, doch, anscheinend schon. Ja, wir können uns ja nicht jeden Straßenzug angucken. Ja, doch, anscheinend schon. Sind halt ein paar. Oh, Moment, hier ist eine Tür, die kann ich öffnen. Da sind... hallo? Hier ist noch eine Tür, kann ich auch öffnen. Ach, das ist auch eine Geiselrettung. Ja, das ist die.
Dann bin ich ja richtig gelaufen, ey. Ich schließe die gerade ab. Wo bin ich hier? Woanders. Ja, aber hier ist auch ein Kampf, hier ist auch Schießerei, da bin ich auch richtig. Ja, soll ich die ja machen, oder was? Ja, mach doch, voll sagen, ich meine. The Division, wir sind überall da, wo Kugeln fliegen. Bam, hier, getötet den Lurch. Ja, ja, lass er doch kämpfen. Mein Gott. Was soll's. So, ja, ist jetzt doof. Ich dachte, ich könnte voll fett abkürzen hier, aber... War nix. Naja. So, dann müssen wir fertig. Hast du was bekommen dafür? Ja, ja. Das ist ja sehr verdient. Ja, ich hab anderen Orts, ja, die Leute vom hier weggehalten und so. Danke. Schulde dir. Oh, du kannst, guck mal, hier ist ein Einsatzbericht. Bei mir ist ein Einsatzbericht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so hinkomme. Ja, doch. Oh, da liegt blauer Loot. Da, wo du bist. Echt? Ja, dann komm her. Hier musst du jetzt gleich links abbiegen. Dann kommst du hier in so ein komisches Gassending und dann springst du hier rüber. Ja, sehr gut. Oh ja. Und dann gibt's hier eine Akte. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts. Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Wow, ey. Krasser Move. Dann wirst du mal wissen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Alter Schwede jetzt. So, wohin? Ich bin da gerade noch nicht so drüber weggekommen. Aber. Wollen wir nach hier Camp Hudson gehen? Wir könnten uns natürlich auch das Safehouse in Tenderloin. Ja, aber. Können wir uns eben holen, dann könnten wir uns da wenigstens schon mal hinporten. Sag mal, waren wir in noch keinem anderen Safehouse? Nee. Weil ich weiß nicht, oder wir machen erstmal die beiden Nebeneinsätze noch, die wir hier haben, in Camp Hudson. Das eine ist ja die besagte Trilogie, die berühmte. Ja, ich meine halt nur, dass wir uns dann den freischalten können und dann uns dahin porten können. Ja. Jetzt müssen wir halt von der Operationsbasis wieder hinlaufen. Ja, mir ist das egal, wir können auch direkt zum Camp Hudson gehen. Ja, wir können auch erstmal da uns das schnell holen, die Mission holen und dann gehen wir zu Camp Hudson oder so. Okay, machen wir so. Die gehen natürlich auch, ne? Set ist auch möglich. Slow down. Wir müssen langsam laufen. Verdammt. Was denn? Wir müssen langsam laufen. Ich lauf doch langsam. Ich kann nicht mal langsam laufen. Langsam laufen ist kaputt. Wow. Hey, aufpassen. Was machen Sie? Für 5 Zivilisten. Was ist los, mein Ehen? Ja, ich merke schon, wie schön langsam du läufst. Ja, hier ist ja nicht mal Slow Down. Tenderloin. Oder wie spricht man das aus? Tenderloin. Ja, so bestimmt. Ja, natürlich. Das ist Elbensprache. Für wunderhübsch weißbedecktes Land. Gefilde. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Sind das Gegner? Nein. Nein. Aber kannst Gegner draus machen. Ich meine, warum nicht? Safe House! Du hast den Hund beim Pinkeln gestört. Ist mir egal. Das Codewort ist Brezelknecht. Langsam! Boah, ich kann nicht mehr langsam laufen. Langsam laufen ist kaputt. Wie du langsam laufen ist kaputt. Ja, geht nicht mehr. Schon wieder gemacht. Ja, keine Ahnung. Yo, Bros, was geht? Dass dieses Tooltip einfach jetzt kommt. Ich hab gar keinen Tooltip. Ja, ich glaub. Komisch. So, ich mach mal hier kurz zack, 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 ne? Ja, ja. Dann haben wir mal die ganzen Missions. Die ganzen Missions on the Karte. So, mein Freund, kann ich dir ein bisschen Schund verkaufen? Ja, das finde ich gut, dass du sagst, yo. I like it. I like it very much.
Na ja, komm, wir verkaufen alles, was soll ich mit dem Scheiß? Ne? Ja. So, das noch und das noch. Schauen Sie wieder rein. Nee. Mach ich nicht. Oh, hier können wir einen Bericht anfordern. Ah, wollen wir das jetzt schon machen oder später? Moment, von mir aus kannst du es jetzt schon machen. Okay. Ich glaube, das ändert ja eh nichts. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich schicke Ihnen alle Informationen, die ich über dieses Gebiet erhalte. Aber ein Rat, seien Sie in diesem Bezirk besonders vorsichtig. Zum einen ist es schmutzig und zum anderen ist es die Hölle für Allergiker. Oh Gott. Muss du mal lecker Fencheltee. Lecker Fencheltee. Fencheltee. Dann geht's dir wieder besser. Warnung. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ja, alles macht ja nix. Und jetzt kommen wir zurück, kein Patzen an aus. Kann man eigentlich eine Schnellreise machen? Ja. Ja. Wie? Du musst diesen Hub-Punkt treffen. Oder du wartest, bis ich da bin und portest dich zu mir. Ich mal einfach eine Blitzreise zu dir. I think this is a very good idee. Bist jetzt vor mir da? Ich hab keine Ahnung, nö, also du wirst mir da schon angezeigt. Wahrscheinlich hat er gleich, oh, fehlgeschlagen. Nee, ich bin da. Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn, dass du vor mir da bist. Ja, ich hab halt, weißt du, das bessere Reise... Verdammt, ich komme nicht drüber. Alter, was ist mit dem Mond los? Der ist halt mondig. Boah, sieht der krass aus. Ist halt ein Mond. Ja, aber... Guck mal, der ist doch schön, oder nicht? Mein Gott, ey. Weißt du, hier erst einen so von wegen, ne? Gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Nein. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Kinder sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Das ist ein bisschen behindert, ne? Mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Warum soll ich mit ihm reden? Naja. Geh weg. Was ich mit dem zu tun, wenn er zu doof ist, seine Schuhe hier, Master Hasenschaukel, noch ein Ohr, schieß ins Tor, Kopf ab. So geht das. Meine Güte, so schwer ist das doch wirklich nicht. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ja? Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Auch das noch. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Sie will also keine Ressourcen dafür abzweigen, aber uns kann man schicken natürlich. Die einzigen, die überhaupt was reißen. Ich verstehe. Na gut, wir sind ja, abgesehen von ihr, die einzigen Division-Agenten überhaupt. Aktives Echo-Signal geortet. Die überhaupt noch leben. Echo-Signal. So gesehen. Aktivieren! Und ich habe sie... Oh, warte mal, was steht denn hier auf der Tafel? Details. Als Fundsache bitte zur West 26th Street 200 Ring. Nö. Behalte ich jetzt. Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Schizophren ist die. Okay. So, das war's ja. Wir müssen ja eigentlich gleich das neue Ding bekommen, ne? Oder? Hm? Müssen wir nicht gleich das neue Ding bekommen? Ja. Richtig. I don't see it on the map. Na, das gefällt dir, ne? Ach, da! Ja. Wir haben noch. Hä? Wir haben hier noch einen Nebeneinsatz? Ist der neu? Was? Naja, wir sind hier wohl noch nicht fertig. Ja, Desinfektionsmittelvorräte haben wir noch. Wo? Neben Heather Lau Teil 2. Moment. Wo ist denn Heather Lau Teil 2? Hab ich noch nicht. Ja, da musst du aus dem Echo-Ding halt rausgehen. Hier nochmal Schnellreise zur Operation Basis. Base. Warum? Base. Ja, da muss ich nicht hinlaufen. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, dann mach doch einfach eine Schnellreise zu mir. Ups. Musst du die vielleicht selber auch nochmal anklicken? Nee, oder? Ich hab sie nicht bekommen. Wie, du hast sie nicht bekommen?
Heather Now oder was? Oh, ich glaube, es hat sich gerade Steam Big Picture geöffnet. Wieso hat sich Steam Big Picture geöffnet? Weil du wahrscheinlich irgendeine Kombination gerade gedrückt hast, die Steam Big Picture öffnen lässt. Ich spiele mit dem Controller. Ja. Das sagt Steam. Oh, du brauchst Steam Big Picture. Big Picture verlassen. Ach, dann ist das, wenn man den Xbox-Button doppelt drückt, dann geht er in den Big Picture-Modus? Möglich. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. So, warte, was? Also ich habe die nicht, die Mission. Ich habe Teil 2 nicht. Hättest du sie nicht dann anklicken müssen? Vielleicht? Doch, da ist er. Ah, okay. Moment, da lang. Ja. Und daneben ist nämlich noch eine Nebenmission. Nee, ich habe da nichts mehr. Ach doch. Untersuchung des Infektionsmittel. Die war aber vorher, glaube ich, nicht. Die haben wir jetzt gerade bekommen durch den... Schweinerei. Durch das Safehouse. Aber das ist doch... Grazie, mille grazie. Aber die schicken uns ja in einen ganz anderen Bezirk. Was ist denn da los? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Schweinerei. Es ist hart. Ich weiß. Sie machen mir Angst. Ja, dann mach die Augen zu. Stehen Sie da nicht um. Verschwinden Sie hier. Was? Ich hab mich schon verraten. Der soll verschwinden. Der. Das soll ich ja wohl nicht mit mir machen. Mundstuhl-LP ist da nicht offen für. Mundstuhl-LP? Ja. Ich will jetzt meinen Namen öfters mal ändern. In Mundstuhl-LP? Ja. Aber das sieht schön aus. Hier hast du das auch, diesen Effekt auf dem Boden? Nee. Ich hab gar keinen Boden. Alles klar. Du meinst, dass die Sonne da ins Wasser? Ja. Ja, das hab ich auch. Ja, so viel zum Thema nicht durchrushen. Ja, ich hab mir das so angeguckt. Ich kann mich ja nicht hinsetzen. Was soll ich das machen? Okay, sie hat 23 Mal die Tür auf und zu gemacht. Aufgeschlossen. Und wieder zugeschlossen, weil es geil ist. So, da ist ein Häschen, Häschen, Häschen. Agent! Wir brauchen Ihre Hilfe, um einige Sterilisatoren zu sichern. Gerade ja. Bei diesen versifften Zuständen brauche ich sie dringend. Da. Allerdings sind sie im Abwasserkanal. Bitte finden. Das ist doch gelogen, jetzt bist du erst da. Starke Gegner. Ich liebe mein Dark Zone Sniperchen. Ist das Echo schon gemacht? Nee. Shit. Achso, ja, hier war ja nur das, genau. Ja, hallo. Weil die cool ist. So, mal rein da. Können wir hier looten? Ja, aber Tür öffnen. Faye? FBI. Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ach, ich loote erstmal. Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Der hätte sein Schild ja auch mal ruhig woanders hinhalten können. Nein, ja, aber echt mal. Jugend von heute. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Das hört Marcel öfter. Was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Den sie niemals einlösen wird. So, was ist denn die Gitarre? Was hat sie denn? Ja, kaputt. Die Uhr ist auch kaputt. Ey, die haben nur kaputte Sachen hier drin. Ich meine, was soll denn das? Guck mal, die ist auch kaputt. Sind das die New York Chariots? Was? Ja, der hat einen Pulli an, da steht Chariots drauf. Ja, aber ist Chariot nicht nochmal Einhorn? Ist doch geklaut. Ist doch keine Chariot ist Streitwagen oder so, ne? Ist doch gar keine Originalmarke.
Hat der Noob sich schön über den Tisch ziehen lassen. Agent! Ich sehe nichts. Wir brauchen Ihre Hilfe, um einige Sterilisatoren zu sichern. Gerade bei diesen versifften Zuständen brauche ich Sie dringend. Ach nee, das wollen wir gar nicht Allerdings machen. Allerdings sind Sie im Abwasserkanal. Das wollen wir nicht machen? Ich kann es nicht abbrechen. Hä, ja, was denn? Sie alles danach. Ach, der eine Typ labert gerade. Ich eine Mission ausgewählt hatte. So. Die Gegenwehr wäre aber auch schon mal größer. Oh, da Ach. Gegenwehr, Papa, la Pap. Dass ich nicht lache. Ja, hier, Rick. Hallo? Wer ist da? Gefällt dir das? Boss, wir bestätigen ja. den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1. So, achso, jetzt könnten wir den einen noch abgeben, ne? Muss. In der Base of Operation, das mit Heather Lau, oder? Und wieder hinreisen, ja. Ja, nee, das ist allgemein, dass wir alle Nebenziele gemacht haben. Ja, Papa la Pup. Pipidipap. Zap, zap, würde ich sagen. Da will ich nochmal eben zu kurz zum Crafting-Tisch. Zum Crafting-Table? Mhm. Was willst du denn hier ein geiles Craften? Ein Diamantschwert? Ja, aus, hab einen Stick und zwei Diamanten gefunden. Nice. Ja, ne? Aber ich kann. Ah, oh, ich kann noch was in meinem Medizinflügel machen. Echt? Ja. Ach ja, ihr habt ja im Stream habt ihr eine Mission gemacht, die ich gar nicht hab. Das kommt ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ist ja eigentlich vollkommen wurscht, aber. Ja, das stimmt auch. Finde ich halt ein bisschen doof. Ja, dann geh nicht essen. Ich hab gehört, den Kopf dieser Verbrecher. Hättest ja mal sagen können, Schnittchen morgen. Nicht scheut. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt. Ja, doch, der ist super. Den Stoff brauche ich jetzt. Wo tippt er denn drauf rum? Er tippt ganz woanders drauf rum. Beratung, was macht Beratung? Rettungsmedizin, ein Erste-Hilfe-Set bei geringen Lebensmittelanleitungen. Oh, Credits um 10%. Ja, schon mal Krankenpflege. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Ja, mach ich auch. Hier wird alles in Rechnung gestellt. Alles. Jeder Schritt. Noch ein Tag in der Hölle. Das Craft ist nur dir geiles. Bisschen Ausrüstung. Okay. Ja, ne. Alles scheiße irgendwie. Hoffnung. Wirklich. Also irgendwie alles kacke. Ne, ich habe gerade zwei bessere Sachen bekommen. Ne, ich habe auch ein paar Blaupausen und so, aber irgendwie. Ist ja alles sehr glücksbasiert hier gerade mit dem ganzen Craften. Jetzt nicht unbedingt sagen, ja, aber die sind ja schon von dem, was sie machen könnten, schlechter als das, was ich gerade habe. Oder gleich gut. Nee. Und dann, mit weißt mir du? Stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Ja, dann geh da zu einem Arzt. Wir haben da hier High-End-Medizin-Station, mein Freund. Mann. Ich finde es halt schwer abzuwägen zwischen den drei Haupt... Ding. Du weißt? Ja, zwischen dem SPS, den Lebenspunkten und den Fähigkeitenpunkten. Ja, eigentlich sind die SPS ja auch wiederum scheißegal, ne? Nee, es ist ja im Grunde der Schaden, den du letzten. Er erhöht ja deinen Schaden mit. Ja, aber wenn du jetzt, sag mal, eine Waffe hast, ja, eine MG zum Beispiel oder ein Sturmgewehr, was so schon enorm Schaden hat, dann würde ich da auf die SPS kacken. Und gucken, was das für... Das sieht man ja vorher nicht, aber was das dann für Nebenboni bringt. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Te weppen. Ja, gut, bei Waffen. So, wohin gehen wir jetzt? Wollen wir mal diese... eine Hauptmission da machen? Welche? Die hier direkt... Hudson Flüchtlingslager. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt.
I'm rolling, baby. Du rollst doch gar nicht. Doch. Helfen! Oh. Hier! Das kommt mir wirklich gelegen. Ja, die Backen, lass mir was. Ach komm. Komm, Junge. Lass mir da was Geiles droppen. Was nicht denn? So ein Schund. Was hast du ein tolles bekommen? Ach, irgendwas Graues, weißt du, das guck ich mir noch gar nicht mehr an. Ja, aber das ist immer so das Problem. Bei so einem Spielen. Da hast du einen grauen Shit. Nimmst du entweder mit oder irgendwann wirst du das bestimmt sogar liegen lassen, weil du dir denkst, was soll ich damit, ne?